denke, es ist sehr wichtig, dass man sich selber glaubt. Nicht nur im Sport, sondern sonst auch. Wenn man an sich glaubt und dann überzeugend ist, dass man das alles so meistern kann, wie man das vorhat, dann geht es auch viel einfacher. Und deswegen denke ich auch, Leute, die immer selbstbewusst sind und an sich glauben, die kommen immer weiter im Leben. Ich habe an beiden Beinen kein Knie und kein Schienenbein. Ja, und die Ursache, da gibt es eigentlich keine für. Ich habe es halt von Geburt an. Ich bin halt ganz normal im Nichtbehindertenverein geschwommen früher. Unabhängig von irgendwelchen Behindertenschwimmvereinen. Und da haben die halt immer entdeckt, da ist einer, der schwimmt ganz gut, der schwimmt ganz schnell. Gucken wir doch mal, ob wir den für den paralympischen Sport gewinnen können. Ja, und dann ging es einfach so weiter. Dann wurde ich immer erfolgreicher, war in der richtigen Nationalmannschaft und ja, so ist es halt gekommen. Ein paralympisches Gold, das zählt einfach mehr als ein Weltmeistertitel oder ein Europameistertitel. Das ist einfach die größte sportliche Auszeichnung, die für mich als Schwimmer erreichbar ist. Seit den letzten Jahren, seit ich, wo ich 15, 16 war, ich zum ersten Mal Probleme mit Verletzungen. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall damals, kurz vor den Paralympischen Spielen in Athen. Und da habe ich unter Schmerzen dann gestartet, war eigentlich auch relativ erfolgreich, musste mich danach aber operieren lassen. Dann war ich eigentlich wieder ganz gut vor Peking, dann habe ich mir einen Muskel angerissen in der Schulter. Trotzdem habe ich weitergemacht, habe gesagt, okay, danach probierst du es nochmal. Gerade speziell an den Verletzungen war eigentlich der Glaube an mich selber der größte Grund. Also ich war davon überzeugt und auch ja, mein Trainer und mein Verein waren davon überzeugt, dass ich das Potenzial habe, noch nach ganz oben zu kommen. Und das war dann auch meine Motivation, einfach nochmal anzugreifen. Nochmal allen zu zeigen, dass das nicht alles war, was ich bisher gezeigt habe. Wenn man immer positiv an die Sache rangeht, ist es auch einfach, die Probleme oder die Sachen zu lösen und am Ende das bestmögliche Ergebnis hinzubekommen. Eins weiß ich, es ist wichtig, Ziele konsequent zu verfolgen und niemals aufzugeben.